Hallo, Bernie von Gottslev hier, wisst ihr aber eh. Wir sind im Studio und wurde das Interesse laut, mal etwas über unser Equipment zu verklickern, mit dem wir im Studio aufnehmen. Und das machen wir jetzt. Also, ich nehme mit einer Gitarre auf, üblicherweise. Das ist die hier. Formschön in schwarz gehalten. Customized mit grünen Punkten, dass ich weiß, wo ich bin. Aber das ist eigentlich wurscht. Das ist eine Static X Epiphone Flying V Signature. Also eine Flying V Epiphone Static X Signature. Aber mit EMG 81 drin. Den hier spiele ich nicht. Das ist völlig wurscht, was das für ein Ding ist. Spiele die auch live. Habe schon mehrere Alben damit eingespielt. Und es ist für mich persönlich die mit Abstand beste Gitarre, die es auf der Welt gibt. Das Ding ist relativ leicht. Aus einem Guss und ich spiele unwahrscheinlich gern damit. Also sieht schon mal geil aus. Und ist auch dementsprechend verlebt und verspielt, aber ich liebe das Ding und ich will in absehbarer Zeit kein anderes benutzen. Ich nutze die Tortex 1,14 Black drin und zwar, ich weiß nicht, wie genau die heißen, aber die sind so ein bisschen spitzer. Und die machen sich für schnelle Musik, Thrash Metal ziemlich gut, falls da irgendjemand. Wir haben früher immer mit dem Engel Blackmore Signature aufgenommen. Da haben wir keinen Bock mehr drauf, wollen wir was anderes. Deshalb nutzen wir diese zwei Amps hier. Mit dem PV6505, den kennt jeder, haben wir unsere EP aufgenommen, die Status Quo Tribute EP. Und der wird benutzt für die jetzt aufgenommene CD für Leadgitarre und Solo-Gitarre. Und dieser wunderschöne Earforce, den wir uns ausgeliehen haben, vielen Dank an Patrick Meyer an der Stelle, den nehmen wir für Rhythmusgitarre, weil der zerrt nämlich echt wie die Sau. Pretzelt's richtig. Egal. Manchmal da runter dingsen, jetzt direkt wieder hoch, weil ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber eins ist ein Tuner, das weiß ich. Der andere ist Full Drive. Was ist das für? So ein Pedal halt, scheißegal. Irgendwie irgendwas macht es dann schöner als vorher. Das war's, aber kannst du noch mitkommen? Dann zeige ich euch mal den Aufnahmeraum und was für eine Box wir benutzen. Eine Tür. Zwei Türen. So, das ist der Aufnahmeraum. Wunderschön, extra dafür gebaut, dass sich der Sound gut verteilen kann. Und jetzt sieht man hier relativ schlecht, weil die Dinger sind halt hier aufgestellt, um den Sound von der Box entsprechend aufzufangen, dass sie sich hier zu verliert. Das ist eine Diezel-Box. Diezel. Jo, das war's schon. Hi, es ist Mika, Bass von Godslave. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über mein Equipment. Ich spiele einen recht schlichten Bass von Epiphone, aber in einer Special Edition von Nikki Sixx. Das ist ein Blackbird in der Sixx Edition. Der ist ganz normaler Vierseiter, wie man unschwer erkennen kann. Hat vor allen Dingen gar nicht viele Pottis oder sonst was dabei, was ich persönlich relativ entspannend finde, weil ich dann im Eifer des Gefechts gerade live mir nicht meinen Sound verhagele. Das heißt, der ist immer an und über den Klickschalter schalte ich eben dann noch den zweiten Pickup dazu, was dem Ganzen dann noch ein bisschen mehr Bums verleiht. Wir sind das Hacker-Kollektiv der Band Godslave. Ich meine Anon, ach ist ja egal. Wir möchten zu den zuvor getätigten Aussagen Stellung beziehen. Durch investigative Recherche unsererseits hat sich ergeben, dass Mika Kaktreist in Bezug auf seinen Bass gelogen hat. Beweise finden sich in diesem Video, das uns aus einer anonymen Quelle zugespielt wurde. Bei all meinen Instrumenten war es bisher eigentlich immer der Fall, dass es mir mehr ums Spielen ging und weniger um die Technik dahinter. Deswegen habe ich einen schlichten Hardcore-Amp ohne große Spielereien.
Und auch mit dem Sound habe ich mich nicht großartig aufgehalten. Der bringt von sich schon einen ganz guten Sound mit. Ich habe im Equalizer dann ein bisschen Höhen dazu gemacht, ein bisschen Bässe dazu, die Mitte ein bisschen raus. Fand ich vom Klang her ganz gut und das hatte den schönen Effekt, dass mich in der Probe mein Amp permanent anlächelt. True Story. Okay, das hier stimmt jetzt tatsächlich. Haha, was für ein Kacknoob. Ist das zu fassen? Schmeiß den Loser aus der Band.